Was heute passiert? Eindrucken. Aber ist Kraft die Antwort? Hallo? Pack das Lichtschwert. Okay. Karen Malikos besiegt. Du, meine Freunde der Inquisitoren und zweiten Versuche. Ja, Inquisitoren habe ich letzte Folge schon gehabt, ist mir aufgefallen. Wir sind letzte Folge zurück nach Datumir gereist, da wir ja wieder in den Tempel gehen wollten. Und ich würde sagen, wir gehen als Inquisitor jetzt da rein. Denn wir haben ja letzte Folge unser Lichtschwert repariert und die Doppelklinge bekommen. Und jetzt, naja, mal gucken. Meister. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Aua. Plump. Zeig mir, wozu du wirklich fähig bist. Beeindruckend. Aber ist Kraft die Antwort? Hallo? Pack das Lichtschwert wieder aus! Meister, ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten. Und euer Opfer ehren. Vergiss nicht. Beharrlichkeit enthüllt den Pfad. Oh shit. Komm schon, kämpfe mit mir! Dieser Schmerz bedeutet nichts! Na komm, traust du dich noch mal? Kannst du so hoch springen? Schwach. Wir sollten nicht hier sein. Der Ort ist verflucht. Hab keine Angst. Wir haben einen Pakt. Du wolltest nicht deine Magie lehren. Eulenmasken. Ah ja. Meine toten Schwestern. Dieser Mann hat uns Vergeltung versprochen, unter der Bedingung, dass ich ihn unsere Magie lehre. Verzeiht mir. Ich muss zu Malikos halten. Du musst gar nichts. Du kannst doch einfach bei mir mitkommen. Wir haben auch rote Klingen, genauso wie er. Die scheinen dir ja zu gefallen. Du kehrst also zurück. Mutig. Aber nicht weise. Ja, vielleicht. Merrin, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du.
Kerl. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Die Vögel drehen heute, by the way, schon den ganzen, ganzen Tag am Rad, Leute. Wir waren noch schlimmer wie davor, die Folgen. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt. Hier ist was Furchtbares geschehen. Ein Massaker. Mord an den eigenen Leuten. So, so. Gebrochene Macht. Dann wollen wir uns ihm mal stellen. Cal Kestis. Malikos. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Kerl. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei! Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Mein Verstand ist schwach. So schnell! Bemerkenswert! Das war gar nichts! Ich habe auch zwei Klingen, wie du merkst. Das habe ich schon mal gesehen. Ich das so. Du greifst ja gar nicht an, du wehrst dich ja nicht mal. Du bist
erbärmlich! Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Stirb, Welpe! Ihr habt kein Recht auf Datomir. Kein Recht auf unsere Magie. Steh auf, Cal Kestis. Noch bist du nicht tot. Was mangelt dir an Raffinesse? Ist das so? Mach das noch mal. Ja, doof gelaufen, nicht? Was soll das? Wie ihr schon sagtet, Malikos, Datomir wird euer Grab sein. Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Okay. Taron Malikos besiegt. 4 vor... Jo, okay, tschüss. Einfach 4 Fähigkeitspunkte. So. Ja, eigentlich will ich das hier haben, den Lichtwertwurf. Hallo, ich will Lichtwertwurf. Danke. So. Läuft doch. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Ah ja. Dieser Ort ist grauenhaft. Wow. Einfach an der letzten Kante abgerutscht, imagine. Ein Sepho-Sarkophag. Die Herrschaft des Weisen Kults.
give me that. Wir haben es endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Marin, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Nein. Aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Also. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber... Als Crewmitglied oder als Ehefrau? Oder wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Das ist eine berechtigte Frage, Leute. Eine berechtigte Frage. Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Jetzt sitzt die da. Geht nicht nach vorn. Jetzt. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte nur, dass Malikos fertig wird. Als Prüfung? Glückwunsch. Du hast die Zeit. Wirst du mir dabei helfen? Ja, danke. Danke für das Vertrauen. Ja. Aua. Diese Frau, mit der du reist, wer ist sie? Sie? Woher weißt du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl, sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sie. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Wir treffen uns bei deinem Schiff. Okay. Speichern wir noch einmal. Wie bei jedem Speicherpunkt, den wir sehen. Falls das Game crasht, weil bei mir im Solo-Run ist das hier auch an der Stelle gecrasht. Falscher Weg, wir müssen hier unten lang. So, genau hier an der Stelle ist es nämlich von mir gecrashed, deswegen speichere ich jetzt. Ja.
Das war nicht klug von euch, auf mich zu warten. Hallo, Crew. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich. Mhm. Ich verstehe nicht, was du sagst. Schön. Wohin jetzt? Also, wohin jetzt? Zurück nach Bogano. Na gut. Dieser Cordova strapaziert mein Schiff wirklich bis zum Äußersten. Er wollte immer die gesamte Galaxis erkunden. Hat's geklappt? Wir haben viele Planeten erkundet. Und Gräber und ich denke kaum, dass wir eine neue Pflanze haben. So ein bisschen am rumgucken, Leute, ob wir das wirklich so lassen. Na, ob wir noch drei Teile finden, das wage ich zu bezweifeln, aber naja. Ich meine, die Farben kriegen wir auch nicht alle durch, also davon mal abgesehen. Speichern. Leben holen. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's für die heutige Folge. Wenn euch gefallen hat, gerne liken oder Artikel auf Benachrichtigung lassen. Und ciao. Leute.